Hallo liebe Freunde der Kirchengeschichte, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video über die Losanna-Bewegung. Wer mein Video 171 über die ökumenische Bewegung schon gesehen hat, der hat da schon einiges über die Losanna-Bewegung erfahren. Ich möchte hier nochmal einen gesonderten Blick darauf werfen, auch wenn manches sich vielleicht verdoppelt, aber es wird vielleicht dadurch auch nochmal ein bisschen klarer, was diese Losanna-Bewegung eigentlich ist. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen mehr in die Geschichte der amerikanischen Evangelikalen zurückgehen. Und zwar war es da so, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Amerika einige christliche Kreise in eine Abwehrhaltung gegenüber die Moderne gekommen sind. Man hatte vor allem mit dem Darwinismus zu tun, mit der Evolutionslehre, mit verstärkter Bibelkritik, und viele kamen damit nicht zurecht und haben eine Artikelserie initiiert, eine Serie von 12 Broschüren, die sind zwischen 1910 und 1915 erschienen unter dem Titel The Fundamentals. Und darin haben einige konservative Theologen traditionelle christliche Lehrinhalte bekräftigt, wo man sagt, das ist fundamental für unseren Glauben, das lassen wir uns nicht nehmen vom Säkularismus, von liberaler Theologie. Das sind unsere Fundamente, auf denen wir stehen. Diese Heftchen wurden damals gar nicht groß beachtet, aber sie lieferten schließlich den Namen für einen bestimmten Flügel des Evangelikalismus, den man dann ab 1920 circa wegen dieser Zeitschrift The Fundamentals nannte man diese Bewegung dann die Fundamentalisten. Und damit wurden eben erwecklich geprägte konservative Christen bezeichnet, für die Abwehr von Modernismus, Darwinismus, Bibelkritik, Sozialismus so die Hauptthemen ihrer Gespräche und ihrer Veröffentlichungen waren. Das bestimmte dann im Laufe der 20er Jahre immer stärker das Bild von konservativen Christen in den USA, so dass es waren gar nicht so die Massen oder so diese Fundamentalisten, aber sie waren sehr lautstark, sehr medienwirksam und sie sind es bis heute. Also diese, sage ich mal, sehr konservativen Christen in den USA, die wir heute die Evangelikalen nennen, die haben sich damals sehr profiliert mit bestimmten Themen, in denen sie moderne Entwicklung ablehnten. Das ist bis heute so, dass diese fundamentalistischen Strömungen eben auch dann nach außen besondere Themen plakativ nach vorne halten und auch dann so wahrgenommen werden als ultrakonservative homosexuellen Gegner, als entschiedene Kreationisten, die Evolutionslehre in der Schule ablehnen und so weiter. Das ist in den 20er, 30er Jahren immer stärker in der öffentlichen Wahrnehmung geworden und viele andere konservative Christen denen wurde es immer unwohler damit, dass sie als Konservative so wegen mit dieser fundamentalistischen Richtung immer total identifiziert wurden und dass eben so dann in der Öffentlichkeit immer das Bild entstand, konservative, besonders gläubige Christen, die sind eben auch gegen Evolutionslehre, gegen Darwinismus, gegen Sozialismus, gegen überhaupt moderne Entwicklungen und so weiter. So haben sich dann einige von den konservativen Christen zusammengeschlossen und haben sich seit den 1940er Jahren in den USA immer mehr distanziert von diesen Fundamentalisten. Und dann in den 50er Jahren haben sie auch offiziell mit ihnen gebrochen und haben gesagt, wir wollen nicht mehr mit ihnen identifiziert werden und zusammenarbeiten. Und stattdessen nannte man diese neue, offenere Gruppierung der Konservativen die New Evangelicals. Sie hielten weiterhin an der Autorität der Bibel fest, aber sie arrangierten sich mit der Moderne und versuchten, sich für Zeitfragen zu öffnen, für soziale Fragen zu öffnen.
Und die entscheidende Figur dieser neuen Bewegung wurde dieser Mann hier rechts, Billy Graham. Billy Graham, der fast 100 Jahre alt geworden ist, 2018 gestorben, wird manchmal auch Mr. Evangelical genannt oder evangelikaler Papst. Er hat sich da zu der unbestrittenen Leitfigur entwickelt. Er war ja Berufsevangelist, hat große Massenevangelisationsveranstaltungen organisiert und gleichzeitig hatte er ein Herz, alle offenen, gläubigen Christen miteinander zu vereinen. Er war im Grunde auch eine Art Mr. Ökumene, der versucht hat, ein weites Netz auszuwerfen und eine Einheit aller Menschen, aller Gläubigen zu finden, die erwecklich sind, die, ja, wir würden in Deutschland sagen, pietistisch fromm sind und so. In den USA entwickelte sich bald dieser Name Evangelicals für diese Christen, die sich so von dem Stil Billy Grahams ansprechen ließen. Und Billy Graham schaute nicht nur auf die USA, er hatte ein weltweites Herz und er überlegte sich, wie bekomme ich eine Einheit aller Evangelicals weltweit hin. In vielen Ländern gibt es Leute, die genauso glauben wie wir Evangelicals in den USA, die offen sind für diese Welt von heute, die die Welt im Blick haben, die gleichzeitig eine konservative Theologie haben, aber das jetzt nicht militant vertreten und sich nicht in irgendwelche Detailfragen verbeißen jetzt. Solche Leute wollte er sammeln. Und er sah diese Menschen auch in Deutschland und hat deswegen eine Idee gehabt, wir gehen nach Deutschland. Deutschland ist eine entscheidende Nation und wir machen dort einen Kongress, um diese Evangelikalen zu sammeln. 1966 fand dieser Kongress statt in West-Berlin, in der Kongresshalle, in dieser Schwangeren Auster in Berlin. Und Billy Graham formulierte seine Vision damals so, dass er sagte, er hätte das Ziel, die Vision, to unite all evangelicals in the common task of the total evangelization of the world. Das erinnert natürlich sehr an John Mott, an die Evangelization of the world in this generation, was er 1900 schon so als Motto für das 20. Jahrhundert ausgegeben hat. Und Billy Graham sagt, wir sind noch nicht am Ziel. Die Welt muss immer noch weiter evangelisiert werden. Viele haben das Evangelium noch nicht gehört. Und so hat er also einen Kongress für Weltevangelisation vom 25. Oktober bis 1. November 1966 in dieser Kongresshalle organisiert. Der World Congress on Evangelism, der hatte den Titel Eine Menschheit, ein Evangelium, ein Auftrag. Wir schauen uns hier mal ein paar Bilder an. Es waren ungefähr 1200 Delegierte aus 100 Nationen hat er in der Welt zusammengerufen. Hier sogar Auca-Indianer aus Ecuador, wo gerade eine erfolgreiche Missionsarbeit gelaufen war. Dann sehen wir hier Billy Graham bei der Auftaktveranstaltung des Berliner Kongresses für Weltevangelisation. Im Hintergrund sehe ich Carl F. Henry. Und hier sehen wir das Motto dieser Tagung, One Race, One Gospel, One Task. Also er hat wirklich die ganze Welt in den Blick genommen aus evangelistischer Perspektive. Viele evangelikale Leiter begegneten sich hier zum ersten Mal in ihrem Leben und haben sich da miteinander vernetzt. Und für Deutschland war auch besonders, dass sich zum ersten Mal freikirchliche und landeskirchliche Christen zusammen mit einem Anliegen der Evangelisation zusammentaten und sagten, wir müssen was zusammen machen. Und außerdem, was für Deutschland entscheidend wurde, kam tatsächlich dazu, dass sich hier zum ersten Mal der Begriff Evangelikale in deutscher Sprache bildeten. Ich habe das in dem anderen Video schon erzählt. Es war wohl so, dass Billy Graham eine Ansprache auf Englisch hielt und dass er dabei dann sagte, dass sich Teilnehmer, die sozusagen zum Glauben kommen,
in Deutschland, wer in Deutschland zum Glauben kommt, der solle sich dann doch einer Evangelical Church anschließen. Und der Übersetzer überlegte kurz, was er jetzt dazu sagt. Der solle sich einer evangelischen Kirche anschließen. Aber in der evangelischen Volkskirche, das ist nicht das, was Billy Graham meinte, sondern er meinte eine evangelikale Gemeinde, hat dann der Übersetzer spontan formuliert. Und das hat sich dann seitdem immer weiter in dem deutschen Sprachgebrauch durchgesetzt, dass diese Kreise, die sich so um Billy Graham scharten und die Evangelisation und persönliche Bekehrung, persönliche Beziehung zu Jesus wichtig fanden, dass die sich dann im Laufe der nächsten Jahre sich diesen Begriff zu eigen gemacht haben und gesagt haben, wir sind die Evangelikalen. Wir gehören zur evangelischen Kirche, aber wir sind gleichzeitig eine spezielle Gruppe, die Evangelikalen. Ja, was haben wir noch hier an Bildern aus Berlin 66? Hier sehen wir, dass der äthiopische Kaiser Haile Selassie sogar diesen Kongress besucht hat. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was der da genau gemacht hat. Der ist ja auch eine sehr schillernde Gestalt gewesen, der bis heute von den Rastafari als Messias verehrt wird. Das könnt ihr mal selber rauskriegen, was Haile Selassie auf diesem Weltevangelisationskongress gemacht hat und wieso diese Verbindung zu Billy Graham da war. Es gab dann sogar einen Bekenntnismarsch durch Berlin am 30. Oktober von diesen Delegierten aus der ganzen Welt. Und man machte sogar einen Open-Air-Gottesdienst an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Bischof Otto Dibelius und Billy Graham haben da gemeinsam gesprochen am Reformationssonntag Ende Oktober 1966 in Berlin. Dieser Kongress war eine Initialzündung für viele in Deutschland und man baute seitdem eigene Organisationen auf nach amerikanisch-evangelikalem Vorbild. Man merkte auf einmal, wir gehören international zusammen, wir Frommen in Deutschland. Wir haben da eine Verbindung mit einer bestimmten Schicht von erweckten, frommen Christen in den USA. Und von denen hat man jetzt viel gelernt und hat gedacht, wir müssen jetzt hier auch ein Gesicht zeigen in Deutschland. Wir müssen Gesellschaft mitprägen. Wir müssen auch vielleicht sogar politisch mitmischen. Das wurde dann in Folgekonferenzen weiter vertieft in Singapur 68, Minneapolis 69, Bogota 69, Australien 71, so kleinere Konferenzen, bis man irgendwann dachte, wir brauchen jetzt nochmal, also das in Berlin 66, das war schon gut, könnte man nicht wirklich jetzt mal einen richtig großen Kongress machen, wo wirklich alle, die ein Herz für Evangelisation haben, aus der Welt zusammenkommen. Das traf dann zusammen mit der sogenannten Grundlagenkrise der Mission. Und zwar war das so, dass in der ökumenischen Bewegung der Missionsbegriff immer mehr diskutiert wurde. Da gab es eine Schwerpunktverlagerung von einem Missionsverständnis, das sagt, wir verstehen Mission als die Bekehrung von Heiden, dass die sich persönlich für Jesus entscheiden. Es geht um Glaube und um Verkündigung des Evangeliums hin zu einem mehr sozialen Verständnis von Mission, einfach Menschen zu helfen. Es war schon so, dass schon bei der ersten Weltmissionskonferenz 1910 in Edinburgh Missionsgesellschaften nicht daran teilnehmen durften, die in katholischen oder orthodoxen Ländern arbeiteten. Und das haben die nicht so richtig verstanden, weil es geht doch nicht darum, ob ein Land nominell christlich ist, sondern es geht darum, ob die Menschen in diesem Land wirklich Jesus als ihren Herrn und Retter im Herzen tragen. Und deswegen haben die gesagt, deswegen muss da doch auch Mission erlaubt sein. Aber in dieser Bewegung des ÖRK hat man das aus Rücksichtnahme auf die katholische und die orthodoxen Kirchen, um überhaupt Einheit zu ermöglichen, hat man gesagt, wir evangelisieren in diesen Ländern nicht mehr mit Missionaren. Dann kam es zu einer weiteren Bewegung. 1928
hat der Internationale Missionsrat in Jerusalem eine Konferenz gemacht, wo man auch sehr offen war für den Dialog mit anderen Religionen, auch das soziale Engagement sehr betont hat, so dass manche von den missionarischen Missionsgesellschaften gesagt haben, das können wir jetzt nicht mehr so nachvollziehen. 1961 schloss sich der Internationale Missionsrat dem ÖRK an. Und das führte dann dazu, dass in den Folgejahren Entwicklungen eintraten, die diese Evangelikalen nur mit Entsetzen beobachteten. Infolge der ÖRK-Vollversammlung 1968 in Uppsala wurde beschlossen, dass sogar gewalttätig arbeitende Befreiungsbewegungen finanziell unterstützt werden. Aus kirchlichen Mitteln wurden also der Afrikanische Nationalkongress in Südafrika, die PLO in Palästina, in ihrem Befreiungskampf unterstützt. Ich sage mal, also aus kirchlichen Mitteln wurden sozusagen Waffen gekauft, damit Guerillatruppen gewaltsam für einen Umsturz sorgen konnten. Da haben dann viele Evangelikale gesagt, ey, das geht zu weit, das hat nichts mehr mit Mission zu tun. Es wurde in Deutschland die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen gegründet. Peter Beierhaus hat 1970 die Frankfurter Erklärung zur Grundlagenkrise der Mission formuliert. Und als dann sogar der Ökumenischen Versammlung 1973 in Bangkok ein einjähriger Stopp für die Aussendung von Missionaren verkündet wurde, damit man mehr Geld für Entwicklungshilfe hätte, da war der Ofen dann voll aus. Damals Bangkok 73, da hieß es, Heil bedeutet Frieden für das Volk in Vietnam, Unabhängigkeit für Angola, Gerechtigkeit und Versöhnung für Nordirland, Befreiung von den Fesseln der Macht der nordatlantischen Gemeinschaft. Alles vielleicht ehrenwerte Thesen, über die man politisch diskutieren kann, die vielleicht auch sehr gut sind. Aber hat das noch was mit Mission zu tun? Das war die große Frage. Deswegen haben viele dieser Evangelikalen da gesagt, wir verstehen den ÖRK nicht mehr. Wir wollen Mission eigentlich so haben, wie der Billy Graham das 1966 in Berlin gesagt hat. Komm Billy, lass uns mal einen alternativen Weltmissionskongress machen. Vom ÖRK fühlen wir uns nicht mehr vertreten. Und so hat Billy Graham gesagt, gut, das machen wir. Wir rufen einen Kongress für Weltevangelisation zusammen nach Lausanne. Vom 16. bis 25.07.1974 fand der First International Congress on World Evangelization in diesem Palais de Beaulieu im schweizerischen Lausanne statt. Die Teilnehmerzahl war doppelt so hoch wie in Berlin 66. 2700 evangelikale Leiter waren da, weitere 1000 Beobachter noch, aber allein diese Delegierten, 2700 aus 150 Nationen, also schon ein großer Querschnitt aus der Welt. Wir sehen hier einen Blick in die Plenarversammlung damals. Das Thema hieß Let the Earth Hear His Voice, lass die ganze Erde seine Stimme hören. Und damit war natürlich die Evangelisation gemeint. Wir müssen in der ganzen Welt dem Evangelium Gehör verschaffen. In Lausanne wurde also die Aufgabe der Weltevangelisation wieder im klassischen Sinne als Mission, als wirkliche Wortverkündigungsmission in den Blick gerückt. Lausanne wurde hier in 6 verschiedene Sprachen übersetzt. Also die Konferenzsprache war Englisch, aber jeder konnte Kopfhörer haben. Deutsch, Indonesisch, Japanisch, Französisch, Spanisch und Chinesisch wurde übersetzt. Und man hat ja zu einer neuen Einigkeit da gefunden. Hier ein Blick in eine Pressekonferenz damals. Lausanne 74 war eine Initialzündung, die viele zu einem gemeinsamen Bewusstsein gebracht hat. Es gibt hier eine globale Bewegung, zu der wir gehören. Das wichtigste Dokument dieser Lausanner Konferenz 1974 war die Lausanner Verpflichtung. In ihr hat man gesagt, wir haben die Verpflichtung,
wir schließen einen Bund, also in Englisch heißt das The Lausanne Covenant, wir schließen einen Bund, dass Evangelisation unsere zentrale Aufgabe in der Missionsarbeit bleibt. Menschen müssen zum Glauben an Jesus Christus finden. Und das ist der Plan, das ist die These 1 hier in der Lausanner Verpflichtung. Aber es gibt auch sozialethische Herausforderungen. Das ist das Interessante gewesen an dieser Lausanner Verpflichtung, dass sie in der These 5 auch die soziale Verantwortung der Christen mit in den Blick nahm. Also im Grunde gesagt hat, was der ÖRK will, soziale Verantwortung, ist ja auch wichtig, aber es ist einer von vielen Punkten und die Evangelisation ist das übergeordnete Dach sozusagen. In vielen Referaten wurde in Lausanne 74 diese Linien ausgeprägt. John Stott war so die entscheidende Person, der hat diese Lausanner Verpflichtung hauptsächlich mit ihren 15 Punkten formuliert. Es lohnt sich, diese 15 Punkte sich mal durchzulesen. Bekommt man konzentriert einen Eindruck, was so die Kernpunkte evangelikaler Theologie sind. Diese 15 Punkte haben die nächsten Jahrzehnte in der evangelikalen Diskussion bis heute mitgeprägt. Auch andere Sachen sind von Lausanne 74 ausgegangen. Ralph Winter hat den Begriff unerreichte Bevölkerungsgruppen geprägt, was dann nochmal ein besonderes Bewusstsein dieser Evangelikalen geschaffen hat, dass man sich um diese Völker besonders kümmern müsste. Insgesamt ist das globale evangelikale Bewusstsein sehr stark geworden durch Lausanne 74. Auf einmal waren die Evangelikalen so eine Art, ja, Bewegung, die man identifizieren konnte. Auf dem Lausanner Kongress haben sich dann 70% der Teilnehmer dafür ausgesprochen, dass es irgendwie weitergehen muss, dass es ein Komitee gegründet werden soll, das sich für die Weiterverfolgung der Kongressergebnisse einsetzt. Diese Gruppe hat sich dann 1975 auch getroffen und nannte sich Lausanne Committee for World Evangelization. Und ja, man hat also versucht, diese Anliegen von Lausanne aufzunehmen und daraus eine kontinuierliche Bewegung zu machen. Wir haben das, dabei wurde darauf geachtet, dass es eine minimale Organisation gibt, minimaler finanzieller Aufwand, viel mit Ehrenamtlichen gearbeitet wurde. Hauptsächlich sollten Folgekonferenzen organisiert werden. 1980 gab es eine berühmte Folgeevangelisation im thailändischen Pattaya und dann eine Reihe weiterer Lehrkonferenzen. Teilweise hat man auch mit der weltweiten Evangelischen Allianz zusammengearbeitet. Da ist sowieso eine sehr große Überschneidung. Es gab jetzt auf einmal zwei evangelikale Organisationen, die Lausanner Bewegung und die weltweite Evangelische Allianz. Da war manches auch in Personalunion und manche gute Zusammenarbeit lief da auch. In vielen Ländern und Regionen bildeten sich jetzt lokale Lausanner Netzwerke. Es gibt dieses Lausanner Komitee für World Evangelization heute noch. Der heutige CEO, der Vorsitzende ist dieser asiatische Mensch hier. Das ist Michael Oh, der ist der Leiter der Lausanner Bewegung heutzutage 2020. Hat ein großes internationales Team, mit dem er das zusammen macht. In Deutschland hat diese Lausanner Bewegung, dieser Kongress 74, auch manche bedeutende Impulse geliefert. Es führte dazu, dass 1980 als missionarisches Jahr ausgerufen wurde, auch von der evangelischen Kirche mitgetragen. 1985 wurde der deutsche Zweig der Lausanner Bewegung offiziell gegründet und versucht seitdem missionarische Impulse zu setzen. In Deutschland gibt es so einen Untertitel, man nennt sich Koalition für Evangelisation in Deutschland. Das zeigt schon das Anliegen. Es sind die Leute in Deutschland, die sich speziell um das Thema Evangelisation kümmern. Da gibt es jedes Jahr ein Treffen, einen runden Tisch von ungefähr 200 Leuten, denen das Thema Evangelisation am Herzen liegt. Seit
2018 ist Roland Werner, unser Tabor-Professor, auch der Vorsitzende dieses deutschen Zweigs der Lausanner Bewegung. Es gibt einen Leitungskreis, der besteht aus 5 Delegierten der Deutschen Evangelischen Allianz. Da sieht man auch schon die Nähe zur Allianz und weitere 5 Delegierte der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste, der EKD. Und dann noch 10 weitere berufene Persönlichkeiten, denen die Evangelisation am Herzen liegt. Lausannerbewegung.de, da kann man auch über den deutschen Zweig einiges erfahren. Weltweit ging es dann so weiter, dass ein Folgekongress 15 Jahre nach Lausanne geplant wurde und durchgeführt wurde, Lausanne 2 in Manila auf den Philippinen 1989. Das Thema lautete damals Verkündet Christus, bis er kommt, hatte noch das Unterthema Die ganze Kirche, der ganzen Welt, das ganze Evangelium. Die Teilnehmerzahl hatte sich wieder erweitert, 4.300 Delegierte aus 173 Ländern, zum ersten Mal auch Teilnehmer aus der Sowjetunion, aus Osteuropa. Es entstand dabei eine Abschlusserklärung, das Manila-Manifest. Da haben wir auch in der Tabor-Bibliothek hier einen Abschlussband über die Impulse und Texte dieses Manila-Kongresses. Das Manila-Manifesto von 1989 hat dann einige Impulse gesetzt. In Deutschland kam es infolge dieses Manila-Kongresses dann zu einer weitreichenden Entscheidung. Und zwar hat man gesagt, wir müssen in Deutschland das Thema Evangelisation verstärken. Und deswegen wurde der Verein Pro Christ gegründet, der in den folgenden Jahren Großevangelisationen in Deutschland mit Satellitenübertragungen veranstaltet hat. Billy Graham wurde noch einmal nach Deutschland geholt. Und ja, so startete Pro Christ und hat jetzt schon fast 30 Jahre in Deutschland das Thema Evangelisation hier hochgehalten. In Manila wurden die Delegierten schon immer internationaler. Und das war dann auch vor allem so bei dem dritten großen Weltkongress der Lausanner Bewegung. Der fand vom 16. bis 25. Oktober 2010 in Kapstadt statt. 2010 hatte man bewusst gewählt, weil das genau 100 Jahre nach dem ersten Kongress für Weltevangelisation von Edinburgh war. Man sah sich also in der Tradition von John Mott und rief 4000 Leiter aus 200 Nationen zusammen, also wirklich fast aus jedem Land der Welt. Ich glaube, bis auf Nordkorea war da fast jedes Land vertreten. Aus 200 Nationen, da weiß man schon, da können gar nicht so viele aus jedem Land damit dran teilnehmen. Ich glaube, aus Deutschland war die Delegation 30 Teilnehmer. Und ja, man hat sich sozusagen weltweit vernetzt. Es gibt auch da einen Band, den wir hier in der Tabor-Bibliothek haben, wo die Ergebnisse von Kapstadt zusammengetragen sind, von Lausanne nach Kapstadt, der dritte Kongress für Weltevangelisation, auch interessante Texte zu lesen. Das Schlussdokument dieser Versammlung war dann das Cape Town Commitment, was auch nochmal sehr gut auf den Punkt bringt, worum es Missions- und Evangelisationsbegeisterten, Evangelikalen heutzutage geht. Das war 2010. Bisher ist nichts bekannt, dass es einen vierten Kongress der Lausanner Bewegung geben soll irgendwann. Vielleicht werdet ihr irgendwann eines Tages bei diesem Kongress 2029 in was weiß ich wo sein. Dann bewerbt euch dafür, dass ihr deutsche Delegierte werdet. Sicherlich ein tolles Erlebnis, in so einer weltweiten Versammlung mit Menschen aus allen Nationen zusammen zu sein, die an Jesus glauben und denen es ein Herzensanliegen ist, dass noch mehr Menschen von Jesus erfahren. Darum geht es der Lausanner Bewegung und vielleicht habt ihr das durch dieses Video jetzt ein bisschen besser verstanden. Ansonsten fragt Roland Werner, der kann euch
noch nähere Auskunft dazu geben.